Hallo zum 20. Türchen unseres Meditations-Adventskalenders. Heute fast jetzt schon zum letzten Mal. Es geht wieder um die Gedanken, jetzt nicht um die Entstehung und das Vergehen und die Pausen dazwischen, sondern was wir jetzt machen, ist vielleicht weniger eine Meditation, sondern fast eher eine Kontemplation. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie loszulassen und nicht zu denken oder wenig zu fühlen oder irgendwie sowas, sondern es soll jetzt vor allem darum gehen, eine Kontemplation zu machen. Das heißt, man macht sich bewusst Gedanken über etwas. Es gibt Zen-Schulen, die das sehr stark praktizieren, dass man Rätsel bekommt, die man lösen muss. Darum geht es eigentlich gar nicht. Aber dass man sich wirklich mal bewusst auf einen Gedanken konzentriert und den aber auch festhält. Erinnern Sie sich an die letzten 3 Tage, als die Gedanken gegangen sind, dann kam die kurze Pause und dann kam der nächste Gedanke, der kam und der ging und dann wieder die Pause. Und wenn Sie das betrachten, wer hat es betrachtet? Waren das Sie? Sind das wirklich Ihre Gedanken? Geht das überhaupt? Kann der Gedanke sozusagen sich selbst beobachten? Versuchen Sie doch einfach mal in den nächsten 10 Minuten für sich ein Gefühl dafür zu bekommen, wer eigentlich solche Gedanken stoppen kann. Wer ist es, der da zählt? Wer ist es, der da betrachtet? Ist das wirklich alles eins oder sind das 2 Paar Sachen? Das eine ist der Gedanke und das andere ist derjenige, der betrachtet. Das wäre die Aufgabe für die nächsten 10-minütige Meditation, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, wer betrachtet eigentlich meine Gedanken?